Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, und begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen Video hier zu Berlin Traffic. Ja, heute ist mal was etwas anderes. Ihr seht, so sieht Berlin Traffic aus von Lotus. Das Ganze findet ihr natürlich auf Steam für ganze 2,90 €. Das ist jetzt tatsächlich noch günstiger geworden, als wie es noch am Anfang war. Und ich saß jetzt die letzten Tage, ja, so 2, 3 Wochen saß ich jetzt dran, um eine kleine Modifikation zu machen für Berlin Traffic. Also jetzt nicht das Original Berlin Traffic, sondern eher für eine andere Simulation, und zwar den sogenannten Tabletop Simulator. Also das ist, wie gesagt, das Original Berlin Traffic von Lotus, welches hier so existiert. Und wir wollen uns jetzt halt demnächst, also jetzt sofort, mal die neue Variante von dem Tabletop-Simulator anschauen. Deswegen würde ich sagen, wir switchen jetzt mal rüber zum Tabletop-Simulator und schauen uns mal, ja, die neue Version an für den Tabletop-Simulator. Von daher springen wir jetzt rüber und ihr seht, das ist er. Das ist, ja, Berlin Traffic vom Tabletop Simulator. Das Ganze habe ich jetzt eigentlich, ja, einfach genommen von dem Hauptspiel und habe das praktisch jetzt hier als Mod hinzugefügt, sodass man das Ganze jetzt hier dementsprechend genauso spielen kann, ja, wie es jetzt, ja, wie das Hauptspiel auch. Der Tabletop-Simulator, muss man sagen, ist ein, ja, ist eine Simulation, wo man verschiedene Brettspiele online spielen kann. Ob das jetzt nur Monopoly ist, ob es die Siedler ist, was weiß ich, was es alles für Spiele gibt. Ihr könnt hier Skat spielen, ihr könnt hier Poker spielen. Gibt es haufenweise Mods und Modifikationen, dass ihr das Ganze dementsprechend euch runterladen könnt für kostenlos und das Ganze dann spielen könnt. Der Tabletop an sich kostet, glaube ich, 29,99 € auf Steam. Ist natürlich ein bisschen teurer als Berlin Traffic, was nur 2,90 € kostet. Ja, aber wenn ihr euch das ganze Gesamtpaket kauft, dann habt ihr ja einfach ein riesen Spielangebot, was man so bekommt. Und wenn man natürlich das Ganze, so wie jetzt in Corona-Zeiten, jetzt nicht mehr raus kann, kann man sich jetzt natürlich hier gemütlich an so einem Tisch setzen und kann jetzt dementsprechend Brettspiele spielen. Ihr seht, wir haben den Phasus heute mit dabei. Na, guten Tag, ja. Wir haben den Dennis dabei. Abend. Und wir haben den Hobby dabei. Abend. Und zusammen wollen wir jetzt mal Berlin Traffic im Tabletop Simulator Edition spielen. Und von daher würde ich mal sagen, wir fangen direkt an. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer jetzt als letztes. Asus hat da angefangen. Und wir werden jetzt mal so ein bisschen mal über das Spielbrett gehen. Ihr seht, das Spielbrett ist eigentlich genau das gleiche. Es hat sich hier an sich nichts verändert. Also es ist genau das gleiche Muster, wie es halt auch beim Original Berlin Traffic war. Hier habe ich an sich nochmal eine Seite, so einen kleinen Zettel reingepackt. Eine Oculus Software hat Berlin Traffic entwickelt. Ihr könnt das Spiel auf Steam für 2,90 € kaufen. Unterstützt den Lotus-Entwicklerteam mit Steam-Link. Und natürlich, wer das Ganze gebaut hat. Das Highlight natürlich ist jetzt hier die Sache, dass wir jetzt hier so eine 3D-Ansicht haben. Ne? Also wir sehen jetzt hier die ganzen Figuren hier, die sind in 3D. Der Würfel, ne? Also das bewegt sich jetzt alles automatisch. Steven kann hier nicht mehr cheaten und kann hier seine Konsole benutzen. Die ganzen Objekte hier, die Haarzeichen, die sind jetzt alles in 3D-Objekte. Und ja, so sieht es also erstmal so aus. Das ist jetzt zum Beispiel hier S-Bahn. Ne, und das sind alles hier halt wirklich Objekte, die hier platziert werden können. Es gibt jetzt hier kein richtig oder falsch in den Tabletop-Simulator. Sprich, ihr spielt so, wie ihr es kennengelernt habt. Ja, also es kann jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt mal ausgeht, also es gibt hier kein richtig, kein falsch, könnte man jetzt aus Jux und Laune hier einfach 2 Züge hinsetzen. Das Spiel würde jetzt an sich nicht meckern. Ne? Also ihr müsst halt dementsprechend halt fair spielen. Das Spiel sagt zum Beispiel auch nicht an, wenn der Hobby jetzt eine 6 würfelt und Hobby setzt eine 7, sagt das Spiel jetzt nicht, Hobby, du hast 1 zu viel. Das ist dann halt so. So kann man dann halt auch ein bisschen bescheißen. Ne? Aber so an sich funktioniert das ganz gut. Ne? Wie wir sehen, also wer ist denn jetzt dran? Du. Ich bin dran. Ne? Ja. Nehmen wir uns jetzt hier den Würfel. Ja. Können den so schütteln und können den jetzt praktisch hin und her scrollen, aber können den natürlich auch oben einfach hier in so einen Würfelkasten. Das funktioniert gerade wieder super. ja, haben wir jetzt eine wundervolle 1 und können jetzt hier die 1 dementsprechend halt setzen und dann, ja, seht ihr, ne? Haben wir jetzt praktisch unser Spiel praktisch eröffnet. Als anderen Highlight, was ich hier so reingebastelt habe, ist, dass wir ja nicht nur Berliner Fahrzeuge zukünftig jetzt eventuell hier sehen werden, sondern man kann natürlich das Ganze ausweiten, man kann das Spielbrett hier halt komplett verändern, dass das Spielbrett halt komplett anders ist zum Beispiel. Man kann natürlich auch die ganzen Fahrzeuge hier verändern. Wenn ich jetzt mal so mal zu Magdeburg gehe, ne, kann man jetzt hier mal zum Beispiel jetzt einfach mal so ein Magdeburger Fahrzeug hier rausholen. Ne? Das ist schon eine super Sache, ihr seht, ne, also ich fummel jetzt hier rum, ne, und hier haben wir zum Beispiel eine BR 101.
Eine BR, genau, BR-101. Ne, und die können wir jetzt hier praktisch als Spielzug hier nehmen, ne, wenn man darauf Bock hatte, wenn man eher mit Stuttgarter Fahrzeuge spielen, mit Magdeburger Fahrzeuge spielen möchte. Ja, ebenso ist es hier, wie gesagt, mit Stuttgart. Ja, also Stuttgart haben wir hier natürlich auch Fahrzeuge drin. Also da sind wir noch gerade am Anfang, um das Ganze halt dementsprechend jetzt hier noch soweit zur Verfügung zu stellen. Auch in Berlin ist hier auch nochmal hier noch extra für unseren, ja, für unseren Steam haben wir hier noch ein paar Fahrzeuge reingehauen. Zum Beispiel den DL, den wollt ihr unbedingt haben. Und hier den C2 Solo-Bus. Ursprünglich waren diese beiden Fahrzeuge. Da kann man nachher zum Beispiel auch noch sich die Fahrzeuge aussuchen, mit welche ihr eigentlich denn unterwegs sind, halt fahren möchtet hier in Berlin Traffic. Eigentlich eine coole Sache. Und das funktioniert eigentlich auch recht gut hier alles. Ne? Wer ist dran? Ne? Du. Ich schon. Du laberst zu viel. Immer der fragt. Wir haben eine 3. Nee, der brennt. Alles klar, der brennt. So, dann machen wir es nochmal. So, jetzt haben wir eine 3. 1, 2, 3. Ne? Und so ist das Ganze. Hobby meinte, er sieht das Brett tatsächlich schlecht. Es ist jetzt natürlich eine Winkelsache. Ne? Man guckt ja halt nicht mehr oben drauf so. Ne? Dann sieht man natürlich die Haarzeichen nicht mehr. Ist klar, weil es ja jetzt in 3D ist. Sprich, man muss das Ganze jetzt so ein bisschen angeschrägt gucken. Wenn man ja in einem Brettspiel spielt, guckt man ja eigentlich selten von oben direkt drauf. Ne? Das macht man ja nicht. Man sitzt ja irgendwie am Tisch und dann sieht man halt das Ganze halt dann doch schon in ja, so ein bisschen 3D und alles was. Also finde ich das hier schon recht realistisch, wenn das Ganze so ist. Aber es ist jetzt natürlich wieder Geschmackssache. Ne? Hier oben haben wir zum Beispiel die Straßenbahntypen, ne? Die wir jetzt hier drin haben. Flexity, GT6. Ich habe hier den T6A2 drin und den KT4D drin. Hab ich schon fertig? Achso. Nee. Ich habe gerade gesagt, du bist dran. Achso. Ja, den Börfelkasten hier ist die U-Bahn zum Beispiel. Ne? Also da kann man dementsprechend sich die Fahrzeuge auch noch angucken. Ne, also es ist schon eine relativ coole Sache und war jetzt eigentlich auch nicht wirklich viel Arbeit gewesen, muss man dazu sagen. Und die Idee, die hatten wir eigentlich, die kam einfach so, dass man sich immer so einen Kopf macht, nur wäre doch mal ganz cool, wenn man sowas machen könnte. So, ich habe eine 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt können wir hier das Haarschild hier wegnehmen und können das jetzt dementsprechend jetzt dahin platzieren. So. Danke. Bitte, bitte. Ja, also, ups. Das passiert auch. Ne? Man kann natürlich hier anderen Schindluder machen, hier noch mit dem Tabletop-Simulator, aber es gibt halt eine Unzahl an Möglichkeiten, was ihr hier eigentlich machen könnt mit dem Tabletop-Simulator. Wie gesagt, das, was wir jetzt hier gemacht haben, das ist was Kleines, ja, was halt nett ist. Und man muss einfach sagen, Berlin-Traffic macht super, super Laune. Ja? Wenn man Berlin-Traffic hat und man hat gute Freunde, sollte man das auf jeden Fall nicht spielen, ne? Weil es guckt sich denn als falsche Entscheidung raus, weil du dann erstmal zum ersten Mal wahrscheinlich erblickst, wer wirklich dein Freund ist. Also das macht Berlin-Traffic eigentlich schon ganz gut, ja. Also man ertappt uns doch schon öfter mal, dass wir einfach mal abends mal so eine Runde, also jetzt eher weniger, aber vor 2-3 Wochen haben wir immer mal abends noch mal so eine Runde gespielt. Hobby, du weißt aber schon, wo es ja. Innenkreis geht, ne? Also ich hoffe, dass er es weiß. Ja. Nicht, dass du jetzt einfach nur die ganze Zeit hier rumfährst. Ich Das ist eine Ringlinie. So, dann haben wir hier eine 3. 1, 2, 3. Ja, also. Hätten wir jetzt natürlich auch Hobby rauskicken können. Ja. Ups. Eine 5. Eine Straßenbahn ist geflogen. Könnte ich gebrauchen. 5, die kann ich leider nicht verwerten. 1, 2. Aber den VDL noch raus. Yes. Ja, das ist eigentlich so die Berlin-Traffic-Variante vom Tabletop-Simulator. Wie gesagt, das Ganze ist nicht offiziell. Ich versuche mal da mit Lotus zu sprechen, ob man es eventuell irgendwann mal bei Zeiten veröffentlichen kann oder sowas. Ne, dann braucht man natürlich erstmal so die Erlaubnis dafür. Also so einfach so, werde ich es jetzt praktisch nicht erlauben. Die anderen können jetzt praktisch das Spiel nur spielen, weil ich sie jetzt praktisch dazu eingeladen habe. Sie selbst besitzen den Tisch natürlich nicht. Ne? Aber so an sich, also so würde Berlin Traffic halt aussehen, wenn das Spiel irgendwann mal in 3D fertig sein würde, könnte. So könnte es aussehen.
Vielleicht kann man ja auch irgendwie das Spiel von Oriolis Software, was bereits existiert, vielleicht auch ein bisschen erweitern damit. Wenn man jetzt vielleicht ein paar Ideen findet, die eigentlich ganz nett zum Umsetzen wären, vielleicht kann man auch das originale Spiel damit erweitern. Ja, das wäre eigentlich eine Idee, ja. Mhm. So, jetzt haben wir uns hier mal das Haar genommen hier und hauen das. Also, guck mal, wir könnten das sogar hier hinsetzen. Ja, ja, wir könnten es sogar jetzt hier hinsetzen, das Spiel würde jetzt nicht meckern. Ja, also, das funktioniert schon. Oh, das war laut, Alter. Entschuldigung. Finde ich gut, dass man auch andere Fahrzeuge halt jetzt auswählen kann, außer den Berliner. Wir haben hier zum Beispiel noch eine Schwebebahn drin aus Wuppertal und wir haben hier noch eine Fähre. Ja, also könnte man sich dann auch noch raussuchen, denn wie gesagt, das soll irgendwann mal so nach Jux und Laune denn irgendwann mal sein, wenn es dann halt mal fertig wird. Ja, wenn natürlich mehr Fahrzeuge da sind. Also, warst du? Ich war. So. Hobby ist wieder. Nee, ich bin. Also. Nee, nach mir ist immer Dennis. Ja. Willst du mich hier auslassen? In dem Uhrzeigersinn-Bio. Oder könnten wir nach und nach mehrere Städten dazu fügen? Ja, also zum Beispiel könnte man jetzt auch in Magdeburg wahrscheinlich noch mehrere Fahrzeuge hinzufügen. Ja gut, Stuttgart hat auch noch ein paar. Man könnte Esslingen, gut, Esslingen hat nur Busse, also wird dann schwieriger. Bobby, du bist dran. Da werfen wir erst bis nach normal anfliegen. Quatsch. Oh. Ja, aber wir könnten halt alle Landeshauptstädte umsetzen, wie Dresden oder München. Ja, bitte. Potsdam. Oder verschiedene Baureihe Loks reinstopfen. Könnte man zum Beispiel die Regel einführen, dass man bei einer 6 nochmal würfeln kann. Das könnte man zum Beispiel machen. Man könnte das tatsächlich jetzt reinnehmen, dass man sagt zum Beispiel, auch der Bug, der funktioniert nicht mehr, wenn man jetzt zum Beispiel einen Haarschnitt über ein Haarschnitt hier setzt. Ja? Also das passiert sowas hier. Ja, aber das, den gibt's nicht mehr. Oh, Hobby. Ja, ich komme. Wie gesagt, auch, dass der arme Dennis, sage ich schon, der Steven die Konsole nicht mehr benutzen kann. Ist ein Insider, ja, ist ein Insider, falls er fragt jetzt. Ja. Das bin ich. Komm wieder. Ich denke mal, die meisten Leute wissen, was damit gemeint ist. Ja. Man hofft es. So, 1, 2, 3. So, wir müssen ja mal ein bisschen hier vor jetzt hier. Ich habe auch versucht, so die möglichst modernsten Fahrzeuge zu nutzen, die es halt gibt. Ja, also wie zum Beispiel hier die neue S-Bahn hier. Da müssen wir auch eine neue U-Bahn einfügen, die jetzt vorgestellt wurde. Mit alte U-Bahn besser. Also die aktuellste ist hier die Icke. Ja, die haben wir hier drin. Ja, da müssen wir aber noch die... Aber wir so zum Beispiel hier haben wir den Elektro-Citaro schon drin. Ja. Der VDL halt, klar, MAN, hier die BIN. C2s hier. Natürlich haben wir auch hier die schöne alte Gisela hier mit dabei. Selbstverständlich, die darf nicht fehlen. Ach, stimmt, da oben ist ja auch noch eine U-Bahn. Ja, wir können auch. Und wie gesagt, bei der Straßenbahn haben wir gesehen hier. Und hier bin ich dann halt, ist das endlich die BR277. Mhm. Hier die schöne Cola-Dose und den Toaster hier. Oh, Toaster, dabei. Ja, unglaublich. Wenn der für Lotus kommt, das wäre echt geil. Ja. So, ja. Wer ist dran? Bei der fragt, oder? Okay. Hobby, hast du schon? Keine Ahnung, von hier dann in Duschung. Okay. Das funktioniert nämlich nicht, das Dong fehlt. Das habe ich auch schon überlegt, wie man das hier reinbaut tatsächlich. Wobei, man kann ja so einen Knopf holen und dann drückt man einer auf den Knopf und dann. Genau. Ja, an sich so gibt's das nicht. Also sprich, man müsste es selbst scripten, damit man das macht. Also wer ist denn jetzt dran? Der Würfel lag hier hinten. Keine Ahnung. Hobby, hast du jetzt? Das war nämlich. Dann mal Hobby. Ja, ich hab so frei. Das ist zum Beispiel eines der Nachteile, ne? Man müsste sich da halt irgendwie, also man muss halt richtig aufpassen, ne? Wer ist dran, wer ist als nächstes dran und sowas. Jetzt kommt Bio. Das Spiel sagt einem jetzt nicht so, du bist dran oder sowas. Ne? Ja, genau, da kann man am besten mal natürlich. 1, 2, 3. Die Straßenbahn von Stuttgart noch dazu reinstopft. Wäre auch eine geile Idee. Man muss nur die Bilder schick. Ein schönes Bild nehmen, ausschneiden, dann weiter schicken. Warte mal, wo stand der denn jetzt?
Der stand auf der Ecke, Außenecke. Hier stand er? Ja. Nee, da stand er nicht. Doch. Nein. Ich weiß es nicht mehr, ich habe nicht festgenommen. Der stand hier. Da, genau da stand er. Warte mal. Deswegen immer vorher zählen, bevor ihr gleich das Fahrzeug nehmt. Ja. Okay, du kannst dir das Haar hier schnappen. Bringt mir das? Kannst Bio aufhalten. Ich bin aber eher daran orientiert, in die Mitte zu kommen, als alle Spiele aufzuhalten. Ja. Oh Mann, ey. Ich krieg auch keine guten Würfe. Hier solche Bilder mit BVG und Pause, die postet Steven auch immer gerne auf Instagram. Das Bild ist auch von Steven. Also, wenn irgendein Bild mit einem Bus ist, von Steven, dann immer Pause, ja. Zeit wissen. Ah, wer weiß das? Ja. Brennt. Der brennt. Du noch mal. Eine 1, immerhin, das läuft bei dir. Ja, wieso? Wieso, wenn du immer eine 1 kriegst? Wie gesagt, also man kann auch das hier oben nehmen, ja. Also, das funktioniert genauso. Ist vielleicht ein bisschen kurz geworden. Ja. Echt jetzt? Echt jetzt? Also. Ja, also. Ich bin dran, ich weiß selber. Folter mich nicht. Also, wenn ich den Tisch drehe, dann kriegt ihr es nicht. Ja. Nächste 6 hier, es ist... Was machst du, Hobby? Nein, wenn einer den Tisch drehen wird, wird die andere es nicht mitkriegen. Oder nein, was? Nein, du steuerst nur für dich alleine. Achso, was man dazu sagen muss, was auch noch eine relativ coole Funktion hier ist in den Tabletop-Simulator. Ich meine, das ist schon mal geil, dass wir das Ganze jetzt in 3D sehen und alles sowas. Ne? Aber es ist sogar möglich, dass ihr das Ganze jetzt sogar in VR spielen könntet. Ja, also wenn ihr eine Virtual Reality-Brille habt, dann könntet ihr jetzt Berlin Traffic in VR spielen. Das funktioniert tatsächlich. Und das ist noch eine relativ coole Sache eigentlich. Ja. Also wenn man es möchte halt. Ne? Ich wollte gerade sagen, noch besser wäre jetzt fast so ein Modus, wo du wirklich wie so eine Figur hier durchfährst. Ja. Das wäre natürlich lustig, wenn da vorhin dir auf einmal so ein riesen Haar auftaucht und du das nicht überwinden kannst. Ja. Also das funktioniert noch nicht. Ich glaube, scripttechnisch ist da, wäre da bestimmt irgendwas drin. Aber das jetzt mal eben schnell umzusetzen. Also was ich schon persönlich, was schon mal für mich ziemlich cool wäre, wenn die ganzen Objekte halt wirklich in 3D wären. Wenn es halt wirklich so 3D-Objekte wären halt. Weil an sich sind es jetzt halt bloß, Bilder, ne? Sieht man ja, PNG-Bilder. Also wir haben eine Vorder- und eine Rückseite. Ja, also das spielt keine Rolle, von wo ihr guckt halt. Aber es ist halt nur ein Bild halt. Ja, das wäre schon cool, wenn das halt ein richtiges Objekt wäre. Aber ja, ich meine, es ist ja nicht mal... Ein Lotus gerade. Ne? Sind Fahrzeuge rar? Eins. Kommst du klar? Ja, ich komm schon klar. 5. Kann ich irgendwas? Ich glaube, du kannst höchstens die hier vorsetzen, aber mehr geht auch nicht. Oder so. Ja, was auch mal halt, zum Beispiel, das habt ihr am Anfang ja gesehen, bei mir das Problem ist zum Beispiel auch, da können wir mal hinswappen. Ist zum Beispiel, dadurch, dass ich das Ganze, dadurch, dass ich mein Windows auf 4K zum Beispiel habe, ne, sehen wir zum Beispiel, dass hier links und rechts einfach nur eine riesen weiße blaue Fläche ist. Das Ganze ist halt auf Full HD angepasst, ne, und streckt sich dann aber auch nicht weiter. Das ist ja natürlich hier bei meinem Tabletop-Simulator halt schon komplett ausgefüllt, ne. So, eine 4. Nee, falsch rum. Falsch rum. Hier spielen wir der Straßenbahn weiter. Pack die S-Bahn hoch in den Betriebshof. 1, 2, 3, 4. Hä? Ist alles gut? Alles gut. Okay. Also bei Kurzzeitgedächtnis reicht dafür noch aus, dass ich gerade wusste, wo meine Figur stand. Und Hobbys? Was wusste ich auch noch. Deswegen, mein Kurzzeitgedächtnis. Ja, gut, wenn du bis 4 zählen kannst, dann ist alles. Ne? Das sollte doch mindestens drin sein, ne?
Ja, und wie gesagt, also ihr könnt euch jetzt zum Beispiel während des Spiels noch entscheiden, ob ihr jetzt ein langes Spiel machen wollt oder ein kurzes Spiel. Ja, ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, ach komm, machen wir ein langes Spiel draus, weil so viele Fahrzeuge draußen sind. Du kannst auch sagen, du willst, dass zwei drin sind und dann ist das Spiel zu Ende. Oder du sagst, nach einer bestimmten Zeit ist das Spiel beendet. Und wenn dann Genau, am meisten ist genau, vorne. genau. Also man kann sich hier eigentlich jetzt so richtig austoben, wenn man das möchte. Das Spiel sagt halt nicht, ob was richtig oder falsch ist. Ja? Eine KI gibt es hier nicht, also das Spiel ist auch weiterhin Multiplayer, ne? Also da wird sich auch wahrscheinlich in der Richtung auch nichts ändern. Ne? Sonst müsste man das Ganze jetzt erstmal skripten und alles wieder sowas, damit das halt ein Singleplayer-Spiel sein könnte. Aber im Tabletop-Simulator sind eigentlich relativ wenig Spiele drin, die halt ja Singleplayer-Spiele sind. Ein klassischer Multiplayer-Titel. So, was haben wir denn hier? Zip. Nein, So. genau, das war doch so gescheatet, Alter. Genau, ich habe die Konsole geöffnet. Gibt's hier nicht, gibt's hier nicht. Das ist Unity, die kannst du nicht Frag Steven, der findet eh einen Weg. cheaten. Ja, also auch schön halt einfach, du kannst dann hier rangehen und kannst dir genau angucken, was die hier jetzt gerade setzen und alles was, ne? Also, es ist schon. Ich sehe gerade, bei meinem E-Zitaro ist schon wieder die Batterie alle. Ja, ne? Wieder auf der Strecke geblieben. Dennis, du bist, ne? Nein, ich war gerade. Achso, dann ist Dennis war Hobby gerade. wieder. Hobby passt wieder Yes. nicht auf. Bong, ne Nein. 2. Kann ich das? Also ich mach das permanent immer zu klein, das die Würfelkasten hier. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Was macht denn Hobby da? Haar Der hat ein Haar setzen. platziert. Warum sperrt er sich selber zu? Okay, ja, nee, ich frage nicht. Das ist eine Taktik wahrscheinlich. Ja, Hier ja. fahren lassen. Frag nicht weiter nach, ist eine Taktik. Was? Aber wenn Hobby das so toll gemacht hat, dann mach ich da gleich weiter Und nach. was bedeutet die Zahlen, was da im Hintergrund ablaufen neben dem Namen? Das ist nur der Ping. Achso. Könnt ihr übrigens auch alles ausblenden, wenn ihr die F11-Taste drückt. Habt ihr alles auf Englisch leider? Ja, das ist auch alles auf Englisch. Wer ist dran eigentlich? Jetzt Hobby. Hobby. Hobby, du bist jedes vierte Mal dran, würde Er ich schluckt. sagen. So, eine 3. Jawohl. Das ist blöd. Ja, wenn der Würfelkasten auf dem Spielbrett wäre, wäre es vielleicht besser gewesen. Was? Wieso, der geht doch da. Steht doch Geht auch fest. der Würfelkasten, also. Ja, auch. Der ist gerade. Also. Eins, zwei, Ja, kannst du. läuft doch wieder am Schnürchen. Welches ist der Weg durch? Eins. Faszinierend. Könnte dich jetzt verraten. Hobby, der Ja. Würfel. Ja, Der arme Würfel. voll über 3 war eh. Eins, ein. Die Was? Gravitationskräfte muss der Würfel jetzt erstmal zustande Oh, eins, bekommen. zwei, drei. Ja, man muss ja Drei ist gut. immer gut. Drei, Man muss also. ja gut mischen. Drei. So, also der Weg ist schon mal sehr gut. Hat Dennis schon gewürfelt? Ja. Ja, Dennis war gerade dran. Um. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eine 6. Eine 6. Schöne Toaster, tada. Super. Zwei. Eine 2. Ja.
Ei wäre mir lieber gewesen. Eins. Ich doch lieber nee. Von oben runter. Nee. Ich kessel dich ein. Nächster Halt, Alt-Tegel. Ja, doch, geht schon, also ist möglich. Der hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, hast du gewürfelt? Ja, hat er. Okay. Ohne Würfel geht's ja schlecht. Nein, weil Bio eben schon mal eine 6 hatte, deshalb. Der kann ja aber auch doppelt passieren. Ja, ich mal. Auch Bio hat so viel Glück. Ich darf ja auch mal, ne, nachdem ich irgendwie rausgeschmissen worden bin. Kann ich gar nicht fassen, dass Bio viel Glück hat. Das war eine 6 würfelte. 3. 3 für Dennis. Naturgesetze sagen, das geht gar nicht. Brauch eine 1. Die U-Bahn ist dir dicht auf den Fersen. Ja, ist doch gut. Ich da. Ich hätte wow. An deiner Stelle mich eher mal unten geschützt vor der S-Bahn, aber okay. Ich glaube, die S-Bahn findet das nicht ganz so geil, wenn du sie rausgeschmissen hast, weißt du? Wird er ja sehen. Also wenn ihr hier Leute heulen hört, dann wisst ihr, wir spielen Berlin Traffic. Und dann helfe ich mal. Oh ja, das weiß ich noch mit Phasus und mir. Das war auch ja, Phasus kann gut bockig werden. Ja, ne, Bockwurst. Zählt das schon als in den Kreis? Wenn ich aber auch andere Leute bio. Ich bin nicht Bock. Nein. Nein. Ich sag ja, so erkennt ihr wahre Freunde. Bio hat Kinder, der kann so bockig sein. Es geht nicht darum, irgendwie noch in die Mitte zu kommen. Mir geht es nur darum, irgendwie den Weg zu blockieren für alle anderen. Ja, das ist mir klar, ja. Das ist ein Zitat, den du mal gebracht hast bei Berlin Traffic. Naja, wir haben ja hier so unsere Spitznamen hier schon verteilt. Achso, ja, stimmt, ja, oben, ja. Ja, ja, ne? Oben rechts dreimal klingeln, bitte. Ja. Ich verstehe es nicht. Ach, muss er nicht unbedingt. Insider. So, was brauche ich? 1, 2, 3, 4, 5, okay. Na, nein. Also. Läuft nicht, Dennis, läuft nicht. Nee, aber Phasis könnte ich jetzt ein bisschen aufhalten. Der bräuchte nämlich erstmal wieder, bis er bei mir ankommt. Na komm. Weißt du, das ist. Hallo, das ist nicht der Innenkreis. Na und? Keine Regeln! Ich wollte gerade sagen, wie man sich hier schon eigene Regeln gemacht hat, ja? Das sind die weltberühmten Berlin-Traffic-Regeln. Genau, no, Mist, ey. Nö, komm, wir nehmen die Cola-Dose hier. Weltkultur, ja. Die kommt auch nochmal im Einsatz hier. Wow. Die S46 der Königs Wusterhausen. Right. Inzwischen fährt die aber auch, inzwischen fährt die vorwiegend als 81er. Es gibt wenige 81? Züge, die noch. Na, jetzt 481. Ach so, ja. Ich sag 81er, weil jede S-Bahn eine 4 vorhat. Wer war denn jetzt? Phasus. Ja, 81er dachte ich jetzt an die Linie. Läuft, boah, Dennis, ey. Läuft. So hältst du dich bombastisch auf, ey. Eine Vielleicht eine 7, gibt's das hier? Das ist eine 4. Okay, ein. Man kann natürlich das Spiel noch verschärfen, ne? Man könnte jetzt einfach noch einen zweiten Würfel machen, um Phasus aufzuhalten. Stopp, das war nicht vereinbart. Das muss vorher ja alles hier auf das Goldene. 20 Seitenwürfel. Ja, genau. 20 Seitenwürfel. 20 Seitenwürfel, genau. Wir brauchen einen Joker. Aha. Alarm. Irgendjemand von uns braucht jetzt eine Haar. Du brauchst doch ja nicht lachen. Doch. Nö, du, ganz ehrlich, ja. Ich brauch eine 1. Jetzt kann ich nur über dich lachen. Das macht sogar Spaß. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, bekommen eine 1 oder eine 2. Ich wurde ihm leider verwehrt. Du hast doch uns hier zugebaut. Also jetzt beschwer dich nicht. Ich kann dir mit deinem Haupt. Eine 3. Echt jetzt? Echt jetzt?
Und wer hat gewonnen? Der VDL, wa? Oh, guck mal, das kannst du auch machen, das ist doch geil. Ja, ja, das können wir mal. Hallo. VDL. Du musst ja auch so schön hüpfen. So, guck, so schön hüpfen und dann. Ja, so, das kann jeder sein eigene Fahrzeuge ausführen. Ey. Ja. Also das, wie gesagt, ist Berlin Traffic in der Tabletop Edition. War auf jeden Fall erstmal so ein kleiner Einblick mal, wie der Tabletop Simulator so aussieht. Wir sind halt noch weiter dran, hier weitere Fahrzeuge hinzuzufügen und so weiter und so fort. Psst. Und ja, lassen wir uns jetzt mal überraschen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare posten, wie ihr das Ganze findet. Ja, wir werden mal gucken, dass wir hier Lotus direkt mal anschreiben, ob man da irgendwie was in der Regel so machen kann. Wie gesagt, aber ihr bräuchtet halt den Tabletop-Simulator. Ne? Das ist natürlich eine andere Summe als jetzt, wie gesagt, Berlin Traffic, das Original für 290. Auf jeden Fall kann man eigentlich sagen, ob jetzt nun das Original oder ob es jetzt hier die Tabletop-Variante ist, das Spiel ist an sich ein relativ gutes Spiel. Ne? Man kann das halt auf jeden Fall immer mal gut abends irgendwann mal spielen oder so, so für zwischendurch. Ob du eine längere Runde oder kürzere Runde, das spielt eigentlich keine Rolle. Das macht eigentlich immer Spaß. Ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns, bedanken uns, dass ihr dabei wart und hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet hier zum weiteren Video. Und damit verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.